Falls ihr noch auf der Suche seid nach passenden Valentinstagsgeschenken für euren Liebsten, dann hört jetzt genau hin. Heute gibt es 33 Geschenkideen zum Valentinstag. Egal ob männlich oder weiblich, egal in welchem Alter, heute gibt es einfach Geschenkinspiration für euch, falls ihr gerade auf dem Schlauch steht und auf der Suche seid nach einem passenden Valentinstagsgeschenk für euren Liebsten. Und sofern ich die Geschenkideen im Internet gefunden habe, verlinke ich die euch selbstverständlich unten in der Infobox. Wenn dein Partner auch jemand ist, der öfter mal was verliert, wie zum Beispiel seinen Schlüssel oder irgendwas anderes, dann solltest du mal überlegen, ob vielleicht nicht Apple AirTags was Gutes für ihn sind. Hast du schon mal aufgeschrieben, was du alles mit deinem Partner bzw. mit deinem Liebsten alles machen möchtest? Nein? Dann ist die Bucketlist für Paare vielleicht eine gute Geschenkoption zum Valentinstag. Wie wäre es denn mit einer cleanen, einfachen, schlichten und minimalistischen und vor allen Dingen auch zeitlosen Uhr? Es gibt einen City Guide für Design-Lovers. Also falls du irgendwie kurzfristig mal planst oder langfristig auch mit deinem Partner irgendwie einen Städtetrip zu machen, dann schau doch mal, ob es von der Stadt, wo du mit deinem Liebsten hin möchtest, auch den City Guide für Design-Lovers gibt. Wenn du auch manchmal vergisst, etwas zu trinken, wie wäre es mit einer Air-Up-Flasche? Ganz normales Wasser, oben mit einem Geschmackspot drauf. Funktioniert super. Egal ob Bademantel oder Morgenmantel, egal wie du ihn nennst, Hauptsache er sollte kuschelig sein. Den gibt es übrigens auch für Paare. Langanhaltende Rosen, Infinity-Rosen heißen die, glaube ich. Auf jeden Fall ist das so ein Rosenstrauß, der sich über mehrere Jahre hinweg perfekt hält. Ein schöner Cardholder oder so ein schönes Portemonnaie aus Echtleder ist auch immer eine gute Geschenkoption. Oder ein Wellness-Gutschein von einem Spa aus der Gegend, damit man so richtig mal wieder die Seele baumeln lassen kann und sich mal wieder so richtig relaxen kann. Einen schönen Schlüsselanhänger. Und by the way, die AirTags von Apple gibt es auch als Schlüsselanhänger. Der hat dazu tatsächlich sogar zwei Geschenke mit einer Klappe geschlagen. Ein Kalender. Da kannst du natürlich sehr kreativ sein und zum Beispiel einen persönlichen Kalender gestalten von euch beiden als Paar oder grundsätzlich einfach einen Kalender verschenken. Oder um mal wieder so ein bisschen Romantic Feeling herzustellen, mal eine Duftkerze. Und wer weiß, was dann auch noch passiert. Ja, Leute, das gibt's auch für Paare. Und zwar eine elektrische Zahnbürste für sie als auch für ihn. Passend. Wenn du oder deine Liebste oder ihr gemeinsam auch gerne zusammen kocht, dann wären gute Gewürze auch eine Möglichkeit, um einfach mal wieder schön gemeinsam was Schönes zu kochen. Eine Partnerkette. Da kann man natürlich auch wieder kreativ sein und zum Beispiel den Jahrestag da eingravieren lassen oder zum Beispiel den Namen des Liebsten. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit Ketten, sondern natürlich auch mit Armbändern, die auch eine gute Geschenkidee sind zum Valentinstag. Ganz klassisch, ganz oldschool, kann man richtig schön als Date Night machen, einfach mal wieder ins Kino gehen. Ein Buch, das da heißt 100 Dinge, die man als Paar zusammen tun sollte. Da gibt es einfach so ein paar Szenarien oder Erlebnisse, werden da beschrieben, die man als Paar einfach durchlebt haben sollte. Aber auch grundsätzlich sind Bücher natürlich auch eine gute Geschenkoption zum Valentinstag. Couple Hoodies sind vielleicht schon so ein bisschen ausgelutscht, aber trotzdem eine Geschenkoption zum Valentinstag, gerade dann, wenn man so ein Teil noch nie verschenkt hat. Tatsächlich gibt es auch Handyhüllen für Paare, die man passend zum Valentinstag verschenken kann. Hätte ich auch nicht gedacht. Oder es gibt auch Kissen für Paare. Auch eine Option. Und wo wir gerade schon bei Dingen für Paare sind, es gibt natürlich auch Frühstückstassen, Kaffeetassen, die man personalisieren lassen kann. Und da schmeckt der Kaffee am Morgen doch gleich viel besser, wenn man gerade auch noch direkt seinen Liebsten sieht. Und wo wir gerade schon beim Trinken sind, dann machen wir noch direkt weiter mit einem schönen Vinito, damit man am Valentinstag einfach zusammen anstoßen kann. Apropos Anstoßen, falls man nichts zum Anstoßen hat, dann hat man auch die Möglichkeit, zum Valentinstag vielleicht einfach schöne Gläser zu verschenken, um dann vernünftig anstoßen zu können. Eine andere Geschenkidee, egal ob Mann oder Frau, wie wäre es denn mit Unterwäsche für den Liebsten? Hm? Wenn sein Partner genauso an seinem Auto hängt wie an dir, dann wäre es doch auch ganz cool, ihm einfach ein Autoluft zu schenken, oder? Nahrungsergänzungsmittel ist jetzt nicht gerade direkt was für Valentinstag, aber gerade die Sportler unter uns werden sich wahrscheinlich darüber auch sehr freuen. Apropos Sport, ohne das irgendwie zweideutig werden zu lassen, könnte Sportkleidung, wenn dein Partner Sport mag, auch eine gute Geschenkidee sein. Um eine schöne Atmosphäre zum Valentinstag herzustellen, kann man zum Beispiel auch sehr gut zum Valentinstag einen Raumduft verschenken. Grundsätzlich kann man natürlich auch zum Valentinstag immer sehr gut Pflegeprodukte verschenken und am besten dann auch Unisex, dann hat nicht nur dein Partner da was von, sondern auch du selbst. So, und jetzt müssen wir noch nicht mal Geld ausgeben, sondern wie wäre es denn mit einer schönen Massage? Und zwar nicht von irgendwem, sondern von dir. Was in einem Geschenkideen-Video zum Valentinstag natürlich nicht fehlen darf, sind Düfte. Und last but not least, Leute, ganz klassisch, die guten alten Blumen. Und ungeachtet von allen Geschenkideen, die ich heute aufgezählt habe, denkt dran, das Wertvollste, was man verschenken kann, ist seine Zeit und seine Liebe. Und wenn heute was dabei gewesen ist, was du gerne verschenken würdest oder was du gerne auch vielleicht zum Valentinstag geschenkt bekommen möchtest, ja, dann teile das Video gerne mit deinen Liebsten oder mit deinen Freunden. Ich wünsche euch auf diesem Weg auf jeden Fall jetzt schon mal einen wundervollen Valentinstag. Viel Spaß beim Verschenken und beim Beschenkt werden.